Ja, schönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren. Herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach dem Drittligaspiel Stuttgarter Kickers gegen Sonnenhof Groß Asbach, Endstand 0:4. Begrüßen möchte ich Gästetrainer Rüdiger Rehm. Auf Seiten der Kickers begrüße ich recht herzlich auch Steffen. Und ich begrüße auch alle Gäste in der Spielbank Stuttgart Business Lounge. Ja, Herr Rehm, Ihre Analyse zum Spiel bitte. Ja, ich glaube, dass wir heute fast das perfekte Spiel hingelegt haben. Wenn die Verletzung von Timo Röttger nicht wäre, wäre es das perfekte Spiel und auch der perfekte Tag. Das ist natürlich ein herber Verlust für uns, ein herber Rückschlag, den wir jetzt als Mannschaft auch drin erstmal verarbeiten müssen. Ja, die Jungs haben seinen Arm gesehen, es sah wohl nicht so gut aus. Ich habe ihn persönlich jetzt noch nicht gesehen und ich hoffe, dass er schnellstmöglich wieder zurückfindet zu uns. Das ist für mich noch wichtiger als der Sieg heute, den wir errungen haben. Zum Spiel selber glaube ich, dass wir von der ersten Minute an gebrannt haben. Und ich glaube, das war auch der Schlüssel zum Erfolg. Wir wollten die Kickers nicht spielen lassen, weil wir wissen, welche spielstarke Mannschaft sie sind. Wir wollten unsere Wucht, unseren Kampfgeist, unsere taktische Disziplin umsetzen. Und das ist uns fast zu 100% gelungen, wobei wir dann in der ersten Halbzeit auch immer wieder in die eine oder andere gefährliche Kontersituation geraten sind. Und da hätten sicherlich auch den Ausgleich mal durch einen blöden Zufall kassieren können. Verdient hätten wir sicherlich den zweiten Treffer in der ersten Halbzeit und dann in der zweiten Halbzeit durch das Tor von Timo und dadurch leider die Verletzung, haben wir dann das Spiel trotzdem sehr kontrolliert, sehr gut weitergespielt. Wir haben kaum was zugelassen im eigenen 16er und denke, dass wir als verdienter Sieger hier vom Platz gehen. Wir freuen uns natürlich über diesen Sieg, ganz, ganz logisch. Es ist für uns eine Wahnsinnssituation, hier gewonnen zu haben in Stuttgart bei den Kickers. Und wir freuen uns über diesen Sieg. Und dann werden wir sicherlich ein paar Tage länger Zeit haben dafür, weil wir nächste Woche ein spielfreies Wochenende haben. Und ab Mitte der Woche, Ende der Woche werden wir uns dann auf den VfR Aalen konzentrieren, auf das nächste Derby. Und ich hoffe, dass die Jungs das Gefühl eines Derby-Sieges mit in das nächste Duell nehmen. Danke. Ja, vielen Dank, Rüdiger Rehm. Ich glaube, auch von Seiten der Kickers dürfen wir dem Timo Röttger alles Gute wünschen, eine gute Genesung, dass er schnell wieder auf die Beine kommt. Ja, Herr Steffen, Ihre Analyse zum Spiel, bitte. Ja, schließen wir erstmal den Mansi an. Ja, das ist immer blöd, wenn ein Spieler sich verletzt, weil ich ganz genau weiß, wie man sich da fühlt. Das ist nicht toll. Ich hoffe, dass der Timo sich da schnell erholt und wieder zur Verfügung steht. Ja, der Rüdiger hat es relativ klar analysiert, ja, dass der Gegner fast ein perfektes Spiel gemacht hat und gebrannt hat. Ja, das sind zwei Dinge, die zusammengekommen sind. Wir haben nicht so gebrannt, wie man das machen muss in einem Derby und waren in vielen Situationen überrascht, dass der Gegner schon da war. Ja, und das hat was mit Aufmerksamkeit zu tun. Und da sind wir nicht reingekommen in das Spiel und waren auch von Anfang an so, dass jedes Mal im Zweikampf der Gegner da war, dass wir auf Bälle gewartet haben und der Gegner uns zuvor kam und dementsprechend viele Ballverluste da waren und dann auch eine Unsicherheit einkehrte in die Truppe. Zur Halbzeit habe ich noch gesagt, Gott sei Dank, dass es nur 0-1 steht, das ist das Beste an der ersten Halbzeit und wir müssen uns zusammenreißen und versuchen zu arbeiten und an unsere Abläufe denken, damit die Sicherheit wieder kommt. Und trotz alledem haben wir die Sicherheit nicht gefunden, haben einfach Ballverluste gehabt, die den Gegner immer eingeladen haben zu während starken Kontern. Die haben sie dann auch super abgeschlossen und dann plätschert so ein Spiel dahin, beziehungsweise wir versuchen irgendwie noch reinzukommen ins Spiel, aber hatten wirklich kaum eine Situation, kaum eine Möglichkeit, wo du sagen kannst, jetzt können wir es 2-1 machen und die Hoffnung ist immer da, weil ich an die Qualität meiner Mannschaft glaube, aber heute hat sich das nicht auf den Platz gebracht und dementsprechend war die Niederlage vollkommen in Ordnung und ich gratuliere Groß Asbach zu einem sehr, sehr guten Spiel und wir müssen gucken, dass wir gegen Backnang mal einen Sieg einfahren jetzt, weil das sind jetzt einfach zu viele Spiele ohne Sieg, dass ist leider so. Bisher konnten wir mit den Leistungen in der Regel zufrieden sein. Das war heute nicht der Fall. Jetzt müssen wir gucken, dass wir uns sammeln, wieder Selbstvertrauen kriegen und Punkte und Tore machen. Danke. Vielen Dank, Herr Steffen. Ihre Fragen bitte. Ja, mit dir. Herr Steffen, Sie haben davor auch die Spiele verloren, aber nicht so wie heute. Wie können Sie sich erklären, dass die Mannschaft heute nicht über den Kampf ins Spiel gefunden hat?
Ja, das ist schwierig zu erklären. Das war nicht in der Trainingswoche zu erkennen. Also wir haben eine gute Trainingswoche gehabt, wo die Mannschaft wirklich selbstbewusst aufgetreten ist, wo ich das Gefühl habe, so, sie haben die Spiele auch abgehakt und freuen sich jetzt auf ein Derby. Ich kann da jetzt aktuell noch keine Erklärung für finden, warum das so war. Das ist manchmal recht schwierig. Sicherlich hat der Gegner auch eine Menge dazu beigetragen, dass es so kam. Ja, das muss man einfach auch anerkennen, dass Groß Asbach ein richtig gutes Spiel gemacht hat und mit ihrer Präsenz, körperlichen Präsenz, uns richtig wehgetan hat. Und trotz alledem ist sicherlich auch eine Einstellungsgeschichte, dass man nicht so in das Derby reingegangen ist und so gebrannt hat, wie das der Gegner getan hat. Hendrich. Frage an Herrn Rehm, was haben Sie Ihrer Mannschaft gesagt? Weshalb hat sie so gebrannt? Und zweite Frage, sehen Sie sich jetzt als Mitaufstiegsfavorit? Wieso Mitaufstiegsfavorit? Nein, Quatsch. Nein, das ist doch Schwachsinn. Also wir sind froh mit unseren 20 Punkten und sehr, sehr glücklich darüber, dass wir diese 20 Punkte haben. Ja, weil das ist das, was wir letztes Jahr in der Winterpause hatten. Und jetzt haben wir sie nach 12 Spieltagen und für uns, auch wenn es mir keiner glauben will, aber gilt einfach diese 45-Punkte-Marke zu holen, weil ich weiß genau, wie schnell auch eine Serie in eine andere Richtung gehen kann. Wir sind froh, dass wir jetzt eine positive Serie haben. Die wollen wir so lange wie möglich aufrechterhalten. Wir wollen so lange wie möglich an diese Leistung, die wir heute gezeigt haben, anknüpfen und weiter Fußball spielen. Dann werden wir mit unten nichts zu tun haben. Und wenn wir auch so brennen, wie wir heute gebrannt haben, klar haben wir 4 Ex-Kickers-Spieler auf dem Platz gehabt, die werden sicherlich unter der Woche auch innerhalb der Mannschaft für Stimmung gesorgt haben, dass die Jungs brennen. Und wenn wir so brennen und so präsent auf dem Platz sind, dann werden wir sicherlich noch einige Punkte einfahren, dann freuen wir uns über die Ergebnisse und wie gesagt, wir können das schon ganz gut einschätzen. Herr Steffen, Sie hatten ja vor dem Spiel auch die beiden unterschiedlichen Systeme angesprochen. Das war mit Sicherheit nicht der Hauptgrund oder nicht der einzige Grund, warum es heute so deutlich geworden ist. Aber welche Rolle haben die Systeme heute gespielt? Also ich glaube, dass wir mit unserem System gegen 4-4-2 relativ häufig gut gespielt haben. Ja, es lag nicht an dem System. Das muss man ganz klar sagen, es lag an der Präsenz, die wir an den Tag gelegt haben. Der Gegner hat uns richtig wehgetan, war gedanklich einen Tick schneller und da kannst du ein System spielen, wie du willst, da wird nichts funktionieren und das war heute der Fall wie gesagt, das ist weniger über das System zu erklären als über die Präsenz. Rüdiger, Frage an dich. Du hattest so ein bisschen so Zweifel wegen den Körnern nach der englischen Woche, aber in dieser Mannschaft heute hat man überhaupt kein Nachlassen gesehen. War es wirklich so, dass das Derby, so wie das auch uns auch in Vorsache und du auch gesagt hast, so heiß war? Wir hatten ja keine englische Woche. Wir haben uns ja erholt in dieser Woche. Ja. Wir hatten davor 2 englische Wochen, die sicherlich sehr, sehr viel Kraft gekostet haben. Aber auch jetzt hat man wieder gesehen, wie breit wir aufgestellt sind. Wir haben wieder 2 Veränderungen vorgenommen heute und ich glaube, dass wieder beide sehr, sehr gut gegriffen haben. Und das ist uns in den letzten Wochen immer wieder gelungen. Das ist auch entscheidend, dass wir die Breite des Kaders so optimiert haben, dass wir einfach, wenn einer mal eine kleine Krise hat oder mal in einem Formloch ist, sofort den nächsten wieder parat haben. Und jetzt waren die Jungs komplett ausgeruht. Wir haben eine super angenehme von der Intensität her Woche gehabt, sodass die Jungs heute absolut frisch waren. So haben sie zumindest gewirkt. Oder sie sind über den Schweinehund hinausgegangen, je nachdem. Aber ich glaube, sie waren frisch. Deswegen, also mit der englischen Woche hat das jetzt nichts mehr zu tun gehabt. Das war ja letzte Woche, diese 2 englischen Wochen. Und jetzt haben wir schon eine ganze Woche Zeit gehabt, um es zu regenerieren. Und die Jungs sind topfit und haben das auch, glaube ich, auf den Platz gebracht. Gut, ich sehe keine Wortmeldung mehr. Damit danke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit und dann gestern aus Groß Asbach eine kurze und stimmungsvolle Heimfahrt, gehe ich von aus. Wir werden uns schütteln und dann kommen wir wieder. Bis nächste Woche. Tschüss.